Auf einer Kaffeeterrasse, an der Bushaltestelle, in der Kirche oder sogar beim Tanzen. Sobald es heiß wird, holen die Spanierinnen ihre Fächer hervor, unabhängig von Alter oder sozialer Schicht. Wir alle fächern uns von klein auf Luft zu und ich muss sagen, dass wir es mit einer gewissen Anmut und auch Eleganz tun. Ach, El Abanico, der Fächer, ein durch und durch spanischer Gegenstand. Deshalb hatte ich mir nie die Frage gestellt, wo er herkommt und muss zugeben, dass ich enttäuscht war, als meine Nachforschungen ergaben, dass der Fächer nicht von uns erfunden worden ist. Die ersten, die sich Luft zufächelten, waren angeblich die Ägypter. Flabellum nannte man diese riesigen Fächer, die von Sklaven bedient wurden. Auch Griechen und Römer benutzten sie. Und hier sind chinesische Fächer aus dem 15. Jahrhundert, die nicht gefaltet werden, wie der Pai Pai zum Beispiel. Später beginnen die Japaner damit, sie zu falten. Eine japanische Legende besagt, dass ein Handwerker, während er eine Fledermaus beobachtete, die beim Landen ihre Flügel faltete, auf die Idee kam, die gleiche Technik bei Fächern anzuwenden. Japanische Seefahrer brachten die Faltfächer nach Portugal und von dort wurden sie in die Nachbarländer Spanien und Italien exportiert. Dank der Italienerin Katharina von Medici gelangt der Fächer im 16. Jahrhundert an den französischen Hof. Isabel Farnesio, auch eine Italienerin, die durch die Heirat mit Philipp V. 1714 Königin von Spanien wurde, soll 1600 Fächer besessen haben. Ludwig XIV. Soll gesagt haben, der Hof und die Liebe sind in keiner Weise vorstellbar ohne einen Fächer. Der Sonnenkönig hatte recht, denn damals wurde der Fächer zu einem diskreten und sinnlichen Kommunikationsmittel. Bei uns hat das Studium der Fächersprache sogar einen Namen. Campiologia. Ein Beispiel. Mit geschlossenem Fächer gezogene Kreise bedeuten: Achtung, wir werden beobachtet. Ein geschlossener Fächer über den Lippen heißt Ruhe. Wenn der Fächer diskret die Brust streift, ich bin verfügbar, um umworben zu werden. Wenn er sich aber schnell öffnet und wieder schließt, Achtung, ich bin verlobt. Und so weiter. Dutzende von Gesten, die leider in Vergessenheit geraten sind. Der Fächer ist ein komplexer Gegenstand. Der Stoff oder das Papier wird Land oder Landschaft genannt. Alle möglichen Dekorationen, Reproduktionen von Kunstwerken oder historischen Szenen finden darauf Platz. Um alle Stäbe zu verbinden, gibt es unten den Nagel. Die Stäbe können aus Holz, Perlmutt oder sogar Elfenbein sein. Und schließlich der Schutz. Zwei dicke Stäbe, die den Fächer auf beiden Seiten schließen und ihm als Schutz dienen. Und hier ein kleinerer und diskreterer Fächer, nämlich der für den Herrn. Ja, auch er bekommt einen. Nun, der Fächer stammt zwar nicht aus Spanien, aber wir gehören zu den letzten, die heute noch echte Fächer herstellen. Es gibt noch etwa 20 Handwerksbetriebe in der Region Valencia. Diese handgefertigten Fächer sind unerschwinglich. Bis zu 10.000 Euro. Wenn Sie einen Fächer für 10 Euro kaufen, kommt dieser ziemlich sicher direkt aus China. Aber ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Hören Sie. Hören Sie dieses kleine erhabene Geräusch? Hören Sie nochmal. Ach, und zu guter Letzt. Ein kleiner Tipp von einer Spanierin, die sich auskennt. Um die verführerische Wirkung ihres Fächers zu verstärken, geben Sie etwas Parfüm auf den Rand des Fächers und